Herzlich willkommen zu einem kleinen Videotest des Oppo Find X2 Pro. Dieses Smartphone hat ja bereits vor seinem Release einigen Wirbel gemacht, da es unter anderem in DxOMark als bestes Kamerasmartphone abschneiden konnte. Und nicht zuletzt war auch der Preis von über 1000 Euro durchaus eine Überraschung für den Start von Oppo in Europa. Wir werden uns jetzt mal anschauen, ob das Smartphone tatsächlich seinem hohen Anspruch gerecht werden kann. Wir werden uns hier ein paar Videoaufnahmen vom Oppo Find X2 Pro anschauen. Wenn ihr euch Testbilder ansehen möchtet, dann könnt ihr dem Link unter dem YouTube-Video folgen. Da kommt ihr auf unsere Website und da gibt es dann nochmal Testfotografien. Dieses Video hier zeichne ich gerade mit der Frontkamera auf. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 32 Megapixel. Was auffällt, ist, dass man sehr viele Details bekommt, eine sehr starke Farbgebung, überhaupt eine sehr, sehr starke Farbgebung, auffällig stark und auch eine gute Schärfe. Die Videos werden auch stabilisiert, das heißt, wenn ich mich jetzt bewege, dann ist das Video im Endeffekt nicht verwackelt. Was Oppo allerdings als Abstrich zu verbuchen hat im Vergleich mit anderen High-End-Smartphones, ist, dass die maximale Auflösung bei Videos über die Frontkamera bei Full HD liegt. Andere Smartphones wie zum Beispiel das iPhone oder das Samsung Galaxy S20 Ultra erlauben auch 4K-Videos sogar mit 60 FPS über die Frontkamera. Also hier muss man gleich mal sagen, ein kleiner Abstrich bei diesen Auflösungen. Allerdings kann die Qualität ansonsten überzeugen. Wie das Ganze mit den Kameras auf der Rückseite aussieht, das werden wir uns dann jetzt mal anschauen. So, hier haben wir ein Video aufgenommen mit der Hauptkamera mit 48 Megapixel. Hierbei gilt es anzumerken, dass der Sony 689 Sensor im Oppo Find X2 Pro zum Einsatz kommt. Das ist ein brandneuer Sensor und unterscheidet sich auch von den 48 Megapixel, die wir im Jahr 2019 so oft gesehen haben. Gleich einmal anzumerken, die Stabilisierung, die durch elektronische Bildstabilisierung und optische Bildstabilisierung erreicht wird, von der Hauptkamera ist schlichtweg exzellent. Also das Gehen wird nahezu ausgeglichen, als hätte ich das Smartphone in einem Gimbal stecken. Auch hier kann man wieder sagen, eine gute Schärfe, starke Farben und auch die Soundqualität kann soweit überzeugen. Bei dem Oppo Find X2 Pro ist es tatsächlich möglich, dass man während der Aufnahme die Kameralinsen wechseln kann, ohne die Aufnahme dafür unterbrechen zu müssen. Und genau das werden wir jetzt mal machen und schauen uns dann gleich mal die Ultraweitwinkelkamera an. So, wir sehen, dass der Bildbereich jetzt gewachsen ist. Das heißt, ich kann jetzt eine größere Bildfläche mit dem Smartphone einfangen. Ich finde, das ist für Videoaufnahmen eine hervorragende und sehr praktische Funktion, da ja der Bildausschnitt normalerweise bei Videos immer ein bisschen begrenzt ist und so hat man die Möglichkeit, hier gegenzusteuern. Auch bei den Videoaufnahmen in Ultraweitwinkelformat hat das Oppo Find X2 Pro einen sehr hochwertigen Sensor verbaut. Auch hier kommt nämlich ein Sony-Sensor mit 48 Megapixel zum Einsatz. Das ist dann durchaus ein spürbarer Qualitätsunterschied im Vergleich mit anderen Smartphones des letzten Jahres, die ja meistens 12 Megapixel oder sogar nur 8 Megapixel Ultraweitwinkelkameras haben. Und hier haben wir schon eine deutlich kleinere Einbuße an Videoqualität. Zudem wird die Verzerrung an den Seiten ordentlich herausgerechnet. Das Video sieht insofern auch noch relativ natürlich aus und auch hier haben wir eine gute Stabilisierung. Das Ganze werden wir uns dann jetzt nochmal in 4K-Auflösung anschauen. So, hier haben wir dann jetzt eine Aufnahme in 4K-Auflösung. Ich denke, wenn man sich ein Smartphone mit dem Preis des Oppo Find X2 Pro kauft, dann möchte man auch ordentliche 4K-Videos aufnehmen und wird es eventuell gar nicht mehr mit Full HD versuchen, um eben ein Plus an Details zu bekommen. Und dieses Plus an Details, das bekommt man hier tatsächlich auch bei der 4K-Auflösung. Gleichfalls kann ich auch hier wieder anmerken, dass eine hervorragende Stabilisierung
gegeben ist. Also hier merkt man einen ganz deutlichen Sprung zu High-End-Smartphones des letzten Jahres, wie meinetwegen dem Huawei P30 Pro oder dem Xiaomi Mi 9. Es wird wirklich das Gehen so gut herausgerechnet aus dem Video, dass es einen tatsächlich schon staunen lässt. Allerdings ist es jetzt auch nicht noch mehr beeindruckend, als es zum Beispiel beim Xiaomi Mi 10 gewesen ist. Auch bei den 4K-Auflösungen gibt es dann die Möglichkeit, den Kamerasensor zu wechseln während der Aufnahme. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt sind wir wieder hier auf der Ultraweitwinkelkamera, ebenfalls eine Aufnahme in 4K-Auflösung. Und generell lässt sich auch hier wieder anmerken, für beide Sensoren gilt, die Farbdarstellung, die ist extrem stark. Sie ist fast schon ein bisschen zu stark, könnte man sagen. Das ist allerdings eine persönliche Geschmackssache, ob man es lieber besonders lebhaft oder realitätsnah möchte. Ein weiterer Punkt, der für das Marketing von Oppo sehr wichtig gewesen ist, ist die Zoom-Funktion dieses Smartphones. Wir haben hier auf der Rückseite eine Periskop-Linse mit einem fünffachen optischen Zoom und 13 Megapixel. Und mit der ist es möglich, in Videos auf eine bis zu 30-fache Vergrößerung heranzuzoomen. Und genau das werden wir uns jetzt mal angucken. Also zunächst einmal schalten wir auf die zweifache Zoomstärke. Die zweifache Zoomstärke sollte ein ganz normaler Digitalzoom über die Hauptkamera sein. Und die Linse sollte ja eigentlich erst wechseln, wenn ich auf fünffache Vergrößerung herangehe. Und genau das werden wir jetzt mal machen. So, jetzt sind wir auf einer fünffachen Vergrößerung. Die Linse wurde gewechselt. Man sieht das auch daran, dass sich die Farbgebung des Himmels, also die Farbdarstellung des Himmels, etwas geändert hat. Und wir sind jetzt wirklich schon verdammt nah an diesem großen Schornstein. Beeindruckend nah. Ich gehe jetzt nochmal auf die einfache Darstellung, um nochmal zu zeigen, wie groß dieser Unterschied ist. Also das hier ist die normale Hauptkamera. Und jetzt sind wir mit der fünffachen Vergrößerung dran. Das alles ist natürlich während des Videoaufnehmens möglich. Und wir können es aber auch noch übertreiben und können noch weiter ranzoomen. Es gibt hier in der Kamera-App einen Button für zehnfachen Zoom. Den kann ich jetzt anklicken. Das ist dann eine Mischung aus Digitalzoom und optischem Zoom. Und wenn ich das aktiviert habe, dann sehe ich wirklich auch schon die einzelnen Verarbeitungsdetails dieses Schornsteins, die ich so mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann. Ich kann jetzt noch manuell weiter reinzoomen auf bis zu 30-fachem Zoom. Und das werden wir jetzt mal machen. Wir sind jetzt bei 20-fach und ich denke, hier bei 20-fach ist die Qualität wirklich noch in Ordnung. Also man könnte so ein Video aufzeichnen, um etwas aus der Ferne zu filmen. Es geht aber noch etwas mehr, nämlich auf 30-fache Vergrößerung. Hier sehen wir natürlich, dass die Qualität jetzt sehr leidet. Also es ist jetzt natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem, was man normalerweise über die Kamera bekommt. Aber nichtsdestotrotz bin ich unglaublich nah an diesem Schornstein dran. Ich kann erheblich mehr sehen, als ich mit dem bloßen Auge sehen kann. Und das, was Oppo hier zu bieten hat, ist durchaus sehr, sehr beeindruckend und auch zum Beispiel spektakulärer, als das auf meinem aktuellen Smartphone, dem Huawei P30 Pro, möglich ist. Wir werden uns jetzt mal noch weitere Funktionen der Kamera anschauen und vor allen Dingen die anderen Auflösungen noch auschecken. So, wir haben jetzt die höchste verfügbare Auflösung aktiviert. Das sind 4K-Aufnahmen bei 60 FPS. Auch hier haben wir immer noch sehr gute Farben, eine schöne Schärfe und eben diesen besonders flüssigen Bildlauf. Normalerweise ist es so, dass bei dieser Königsdisziplin der Videoaufnahmen bei vielen Smartphones die Stabilisierung versagt. Das heißt, es gibt keine Stabilisierung mehr. Aber auch hier zeigt Oppo wieder einmal, dass sie auch an die Details gedacht haben und sie nutzen natürlich auch die enorme Rechenpower des Snapdragon 865 und die Videos werden auch bei 4K und 60 FPS noch super stabilisiert. Wie gesagt, ich kann sogar laufen und die Qualität ist noch in Ordnung. So, das war's mit unserem kleinen Videotest des Oppo Find X2 Pro. Wie gesagt, wenn ihr Testfotografien sehen möchtet, folgt einfach dem Link unterhalb des Videos.
Ich würde sagen, das Oppo Find X2 Pro hat sich sehr gut geschlagen. Also man hat hier ein hervorragendes Smartphone, um Videos aufzuzeichnen. Es gibt eigentlich die ganze Packung. Man kann zwischen den Sensoren wechseln während der Aufnahme. 4K 60 FPS Aufnahmen sind möglich und auch noch hervorragend stabilisiert. Außerdem bekomme ich einen Zoom, der seinesgleichen sucht. Und was natürlich auch eine schöne Sache ist, ist, dass die Ultraweitwinkelkamera ebenfalls über 48 Megapixel verfügt und insofern eine hervorragende Bildqualität liefert. Gleichfalls muss natürlich jeder sich die Frage stellen, ob man tatsächlich diese ganzen Kleinigkeiten im Alltag benötigt. Das Oppo Find X2 Pro ist nicht gerade das billigste Smartphone. Allerdings können wir hier feststellen, dass Oppo nicht einfach so irgendwie ein teures Smartphone auf den Markt gebracht hat, ohne wenigstens einen entsprechenden Mehrwert zu liefern. Nein, ich würde sagen, das, was man hier bekommt, zumindest von der Videoqualität, die wir uns jetzt mal angeschaut haben, ist absolute Spitzenklasse. Das ist der aktuelle Stand des technisch Möglichen. Okay, 4K, 60 FPS, Selfie-Videos wären jetzt natürlich auch noch mal eine kleine feine Sache gewesen, aber ich denke, das ist jetzt was, was bei den meisten Nutzern nicht so besonders wichtig ist. Und in allen anderen Disziplinen hat das Handy eigentlich gerade gezeigt, dass es sich wirklich sehr gut schlägt. Teilt uns gerne mal in den Kommentaren mit, was ihr so von der Kamera des Oppo Find X2 Pro haltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.